Heute ohne Facecam. Ich habe einen schlechten Hair Day. Bad Hair Day. Was kann ich sagen? Mich jetzt nicht interessieren. Schaut auch scheiße aus. Ja, schauen wir mal, ob wir hier rauf können. Hallo? Hast du dich verlaufen? Immer der doch. Obere Distrikt ist gesperrt. Du kannst also kehrt machen. Mach nicht so einen Aufstand, Xander. Lass uns durch. Du weißt genau, wie das mit Neuen ist, Bully. Du kannst gerne rein, aber der da muss draußen bleiben. Klar? Dass sie dich zur Wache gemacht haben, will mir einfach nicht in den Kopf rein. Du kannst von mir halten, was du willst. Ich meine, vielleicht würde ein kleines Entgegenkommen eurerseits mich umstimmen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Natürlich. Was? Ist der Tipp bei den Klerikern gewesen? Wirklich? Warst du nicht mal Torwache bei den Klerikern? War ich, aber als der Hort gefallen ist, musste ich umdisponieren. Wie du siehst, bin ich mir treu geblieben, mit minimalen Anpassungen. Damals musste ich noch krumme Dinger drehen, um an Splitter zu kommen. Jetzt kassiere ich ab, sobald einer Scheiße baut. Wenn du also stehlen, prügeln oder morden willst, nur zu. Am Ende gewinne ich. Außer wenn ich dich ermorden will. 50 Splitter können wir uns leisten. Vielleicht überzeugt dich das hier, um mich durchzulassen. Okay. Diesmal drücke ich ein Auge zu. Also, erledige, was du zu erledigen hast. Sobald ich dich hier wiedersehe, schmeiße ich dich raus. Also ab, durch mit dir. Ich hab dich hier nie gesehen. Schauen wir mal, wenn wir jetzt einen Dratschen hier haben. Handlanger. Oh, okay. Ist das der zweite Boss hier? Jax, ich fasse es nicht. Hätte nicht gedacht, dass ich dich hier wieder treffe. Sollte ich dich kennen? Erinnerst du dich nicht mehr an mich? Du hast uns damals echt geholfen, als wir noch in den Abwasserkanälen von der Kuppelstadt gelebt haben. Aber zugegeben, das war eine wilde Zeit. Ich nehme es dir nicht übel, dass du dich nicht an mich erinnerst. Ich weiß, ich hatte dir seinerzeit erzählt, wir wollen über die Berge und sein neues Leben aufbauen. Wie du siehst, haben wir es nicht besonders weit geschafft. Ich kann mich an den Typen eigentlich nicht erinnern. Wie ist es dazu gekommen, dass ihr mit den Outlaws zusammenarbeitet? Wie du vielleicht noch weißt, war es immer das Ziel der Krallen, zu wachsen und von unten herauf eine neue Gesellschaft aufzubauen, in der sich niemand mehr bekriegen muss. Wir hatten gehofft, in den Ländern hinter den Bergen würde es uns leichter fallen, Fuß zu fassen. Aber als wir hier Zwischenstopp gemacht hatten, ist uns unser Führer weggelaufen. Ohne ihn kannte niemand mehr einen sicheren Weg durch die Berge. Also waren wir hier gestrandet. Eins führte zum anderen und heute sitze ich hier oben. Wie das Leben manchmal so spielt. Warum verschenken deine Torwachen Elixit? Darius hält sich also an die Anweisung. Freut mich zu hören. Das ist nicht die Antwort auf meine Frage. Ich habe einfach ein großes Herz. Aber klar doch. Was steckt wirklich dahinter? Schon gut. Dir brauche ich nichts vorzumachen. Es ist nicht so, dass ich etwas zu verschenken habe. Im Gegenteil. Ich verdiene an der Nummer. Zunächst einmal bleiben die Splitter sowieso im Umlauf. Was ich am Tor austeilen lasse, wird hier ausgegeben. Aber selbst wenn man es nicht tut, erledigen meine Helfer den Rest. Außer ein paar schnellen Fingern brauche ich nichts, um mein Eigentum samt Profit einzustreichen. Unterm Strich stehe ich als Heiland da, während sie ihrem Glück nachjammern und bei mir in der Kreide stehen. Ziemlich perfide. Wir müssen alle über die Runden kommen. Das verstehst du sicher. Als Mitglied der Krallen kannst du mir doch sicher etwas über das Klauen beibringen. Klar. Was willst du wissen? Oh. Ah, was
Was fehlt mir noch? Ein bisschen was hacken, wenn wir investieren. Wissen halt. Brauchen wir nicht. Brauche ich auch nicht. Okay. Kann ich mich euch anschließen? Du willst Outlaw werden? Das ist durchaus möglich. Allerdings, wärst du bereit, für uns als Spitzel zu arbeiten? Ja, ich weiß, worauf das hinausläuft. Kommt drauf an, was du unter Spitzel verstehst. Du hast dich anscheinend noch für keine Fraktion entschieden. Wir haben zwar bereits Spitzel unter den Morkons und den Berserkern, aber wir brauchen jemanden, der sich in ihren höheren Rängen Vertrauen verschafft. Soll heißen, wenn du dich uns anschließen willst, nimm Kontakt zu meinen Leuten auf. Mehr kann ich dir leider nicht sagen. Wie du weißt, arbeiten unsere Zellen autonom. Wo genau sie sich versteckt halten, kann ich dir nicht sagen. Also schließe dich den Berserkern oder den Morkons an und suche währenddessen meine Leute. Sie werden dir alles Weitere erklären. War schön, dich wieder getroffen zu haben, Jax. Aber entschuldige mich bitte. Ich habe noch einiges zu tun. Nicht ganz übel. Irgendwer Wichtiges noch hier? Darf ich hier raufgehen? Eigentlich nicht. Schön hier. Oink. Das Ruhe. Bitte der Kriegskorn. Stärke plus 10. Dank des Gauners auch noch. Na hallo. 2 davon. Nice. Was haben wir hier noch? Schlösser knacken. Schlösser knacken. Klauen. Das können wir verkaufen. Stärke plus 5 hatten wir bereits. Ich dachte nicht, dass es so leichte Upgrades gibt. Da werden wahrscheinlich neue Waffen auch schon dabei sein, die wir benutzen können. Schöner Garten. Fällt mir hier. Hat einen netten Ort, der Hektar. Steck ja nichts ein. Natürlich nicht. Würde ich mir nie einfallen lassen. Bin doch keine Kralle. Das Einstecken. Was denkt ihr, wer ich bin? Doch kein Dieb, hallo? Unglaublich, die Leute da beschuldigen dich einfach. Mir schmeckt die Sache nicht. Verdammter Schisser. Alles, was du tun sollst, ist Schmiere stehen, während ich das Ziel erledige. Und dann? Glaubst du wirklich, wir spazieren nach getaner Arbeit mit den Taschen voll? Du bist ganz eindeutig kein Outlaw. Also verzieh dich einfach wieder. Alles klar? Was spielt das für eine Rolle, ob ich Outlaw bin oder nicht? Pass auf. Ich habe hier einen Deal. Ich versorge die Outlaws mit Ausrüstung. Dafür darf ich mir hier oben schön den Arsch platt sitzen, ohne mir Sorgen machen zu müssen, ausgeraubt zu werden. Und an diesen Deal werde ich mich halten. Das heißt, wenn ich Outlaw wäre, würdest du mir etwas verkaufen? Rüstungen verkaufen, Waffen verkaufen oder sogar beibringen, Stims zu kochen. Du hast es schnell verstanden, ich bin stolz auf dich. Danke. Aber du bist kein Outlaw. Also haben wir auch keine Geschäfte miteinander zu erledigen. Natürlich. Daran gibt's keinen Zweifel. Schaut nicht nach Loot aus und nach Quests. Ich verstehe nur, dass ich mit dir nicht zu teilen brauche. Verpiss dich, Ich glaube, irgendwas mit meinem Jetpack passt nicht. Lass mal zählen. Namenlos. Loot los. Jetzt auf dich da überall festzuhalten, Junge. Nur Hector hier oben. Sonst niemand mit Namen. Du hast sie ja nicht mehr alle. Ich höre Lucy. Wo ist sie? Ich weiß nicht, warum sie mir hier vertrauen. Rumzulaufen. Also irgendwelche bekannten Outlaws noch zu treffen, wäre schon cool. Outlaw,
Outlaw, wo ist Lucy? Was ich davon halte? Manche halte ich besser. Niemand Bekanntes. Ich weiß auch nicht. Brenda. Willkommen im Kinderhort. Was kann ich dir bringen, Süßer? Sieht eher wie eine Kneipe aus, nicht wie ein Kinderhort. Schau dich doch mal um. Je später es wird, desto ungezogener werden die Bengel hier. Manchmal habe ich den Eindruck, ich muss hier für jeden die Mutter spielen. Die Jungs sind nichts anderes als übergroße Babys mit Knarren. Daher der Name. Also, wie sieht's aus? Willst du eine Milch? Mit einer ordentlichen Portion Schnaps natürlich. Nur Milch, bitte. Ach, oder auch nichts. Gibt's hier niemanden Interessantes sonst? Sind das Dixie-Klos? Schaut so aus. Hätte mir hier mehr erwartet. Anscheinend nur Hektar. Ich habe zu tun. Okay, dann halt nicht warten. Dann bist wieder wer da. Macht irgendwer was? Gibt's ja nichts Interessantes. Wenig Quests hier. Kaffeebohnen. Ich hätte vielleicht vorher speichern sollen, aber. Ist eine Gratis-Loot-Stadt anscheinend. Die Klo hier oben auch schön. Oh, da wird doch irgendwo noch wer Interessantes zum Tratschen sein. Hallo? Keine Nummern, also kein Code. Das Einzige, worauf ich auf einer Notiz achte. Zeit aus. Griffs. Die fehlen hier wichtige Personen. Das ist eine coole Launch. Ist wirklich nur Klopapier da drinnen? Oh hey, es geht ab, Mann. Verzieh dich, du hast ja nichts zu suchen. Kluge Entscheidung. Hab auch nichts gestohlen. Natürlich nicht. Jo, ein Kaugummi braucht sie doch nicht. Doch die raucht nicht. Alles klar, Mann. So. Macht das keinen Unterschied. Ich sollte es besser nicht machen hier. So auffällig. Oh, wo bin ich denn jetzt? Interessanter Typ zum Reden irgendwo. Outlaw. Die Arbeit wird nicht weniger. Das glaube ich einfach nicht. Der Bescheißer wird zum Beschissen. Ich kämpfe nur mit vollem Mann. Warum zerbrichst du dir darüber den Kopf? Heiltrank oder Schwarzgebrannter? Welche Plörre es auch ist, ich mach den anständigen Preis. Mick, du alter Schwerenöter. Bist du jetzt unter die Händler gegangen, oder was? Bulli, dich habe ich ja schon ewig nicht mehr gesehen. Aber ja, ich verkaufe jetzt Zeug. Also nicht, dass ich das nicht früher auch schon getan hätte. Aber ich gehe heute weniger Risiko ein, wenn du weißt, was ich meine. Kann ich mir gut vorstellen. Laufen die Geschäfte? Sicher. Wer es zu uns geschafft hat, braucht als erstes einen kräftigen Schluck. Die Regale sind gefüllt und die Destille drückt mehr raus als meine Blase. Und ab und an kommt einer, dem ich beibringe, was ich weiß. Das wirft auch noch ein paar Splitter ab. Was weißt du? Kannst du mir was beibringen? Das gleiche wie der andere. Ich würde endlich Tränke herstellen können. Doch auch schön. Lehrer sind billiger. Was? Häufig zu lernen ist. Oh, okay. Verstehe. Macht Sinn. Macht Sinn. Händler geben den Rabatt. Ich schwimme mein Geld. Was du nicht sagst. Ich suche nur Quests. Ihr müsst in die Wildnis. Sorgt auch für ausreichenden Schutz. Es gibt ja nicht, dass da hier so wenig Leute sind, die mir Quests geben. Alles klar. Du? Nein, auch nicht.
dass da nur einen Radiosender gibt. So ein Outlaw-Radiosender hätte doch Sinn ergeben. Hast du vielleicht noch ein paar Brocken Elixit für mich? Sind wir da wieder zurück? Ja, da waren wir schon. Hat das Loot wieder. Da waren wir schon, oder? Da ist der andere Big Boss drinnen. Ja. Wo ist der Rest der Stadt? Naja, ich hab die eine Hälfte versoffen und den Rest wohl verloren. Der Rest der wichtigen Leute. Wie ein William oder so. Was haben wir hier? Kochstation. Sockertisch. Verzieh dich von hier. Okay. Erst Person gesichtet, gesucht, meine ich. Ich meine, ich bin die. Ah, Blade. Alles klar, Mann. Ja, haben wir schon besprochen mit dem alles. Das war's hier? Das gibt's ja nicht. So wenig. Keine wichtigen Leute. Drin waren wir, glaube ich, noch nicht. Ich habe jetzt nicht wirklich viele Quests bekommen. Oder? Doch, da waren wir auch schon. Ha. Oder nicht? Eine kleine Quest kann ich mich nur erinnern, die in dieser Stadt war. Der ist... Oh, ich habe mich bis jetzt durchgestohlen. Da Lebensmittel für Crane. Was fehlt mir noch? Dosenfleisch, Kaffee, Bohnen. Oh, auf Kopfgeld, Nero. Das können wir auch noch machen. Den Typen, also hauptsächlich Sachen außerhalb der Stadt. Keine bekannten Gesichter. Wenn wir die restlichen Vorräte noch kaufen. Hast du einen Namen? Nein. Was fehlt mir jetzt noch? 5 Dosen Fleisch. Puh. Und 41 Kaffeebohnen. Das ist keine Nahrung. Dosen Fleisch. 5 waren es, glaube ich. Hast du Kaffee? Du wirst Kaffee haben. Das ist kein Kaffee gewesen. Nein, die hat keinen Kaffee. Der Typ wird auch keinen Kaffee haben. Oh boy. Er hat Shotgun Money. Das können wir nachher uns besorgen. Wo soll ich dann die Kaffeebohnen herkriegen? Hier hinten aus den Laden stellen. Oh, Schmiede. Da hatten wir doch Schwerter. Geschicklichkeit. Da kann ich an beiden darum spielen. Schädigte. 6 von 10, okay. Dunkles Elex brauchen wir auch noch mehr. Da kann ich dann weitermachen. Sehr schön. Immer schön Waffen. Leveln. So, schauen wir mal, ob ich hinten bei Jan Kaffeebohnen rankomme. Dosenfleisch habe ich gesehen. Warum schleichst du so? Sorry. Denkst du, ich merke nicht, was du da tust? Schleichen, ich weiß. Oh, was braucht der Typ so viel Kaffee? Nicht schon wieder. Was ich davon halte? Behalte ich besser für mich. Kaffeebohnen. So sieht er. Ach, okay. Mist. Oh, wie weit sind wir schon in der Episode? Zu wenig lang. Dann gehen wir drüben bei ihrer die restlichen Kaffeebohnen noch kaufen. Ich glaube, sie hatte doch welche. Das wird sich ausgehen, glaube ich.
nicht die spannendsten Missionen hier gerade. Ich komme mal ganz nah. Es haben schon doch keine Kaffeebohnen aus, oder? Habe ich jetzt genau zu wenig? Wie viel habe ich? 50. Passt, passt, passt. Okay. Ah, ich habe keine Waffe eingesteckt. Wo ist das Schwert, das ich gerade abgegradet habe? 66. 66. Das war's, glaube ich. Sockel kann ich auch noch reinhauen. Das kann ich dann verkaufen. Das auch. Das auch. Ah, wir sind schon wieder overpowered. Gut zu sehen. Weil, glaube ich, irgendwo auf dem Weg ans Sockeltisch, den werde ich wahrscheinlich nicht mehr finden jetzt dann. Ist das gut? Nein. Oder? Koch. Kochherd. Fremde Substanzen sind gefährlich. Wer hätte es gedacht? Ne, das passt schon. So random Mutanten-Attacks wären in dieser Stadt cool gewesen. Da schon überall Wasser ist. Ja und? Nimm die Hände aus der Hose und schlag sie tot. Wofür hast du dein Eisen? Hast ja recht. In der alten Outlaw-Festung hat es so viele Quests gegeben. Und hier nicht. Kopfgeldjäger. Ist du ein Sockeltisch? Ne, da haben wir wahrscheinlich auch schon alles. Ja, nur zwei Stück von allen. Der Typ noch lebt. Verdammt, wo habe ich es nur? Wegen der Lebensmittel. Hast du alles beisammen? Habe ich. Hier. Super. Mir fällt ein Stein vom Herzen. Ach, was red ich? Ein ganzes Bergmassiv. Du hast dir deine Belohnung redlich verdient. 100 Splitter. Was soll das werden? Du hast mir das Doppelte versprochen. Oh, natürlich. Ich bin etwas durch den Wind. Jetzt sollte es stimmen. Ich verzieh mich jetzt. Hab's wirklich eilig. Und wohin? Westlich von hier ist eine abgeranzte Bude. Dort findest du mich. Sag's aber nicht weiter. Was soll westlich von hier sein? Norden? Okay. Das sind überall abgeranzte Buden übrigens. Okay, führe mich zu einer Mission. Na gut, gehen wir. Ist nicht mein erster Job als Geldeintreiber. Dann bewegen wir mal unsere Arsche. Wir sind nämlich schon ziemlich spät dran. Da. Ich schätze, sie haben uns schon gesehen. Eins sage ich dir gleich. Die Kerle werden schon ahnen, was wir wollen. Sie kennen mich und wissen, dass ich dem Duke direkt unterstellt bin. Sobald wir uns ihnen nähern, wird ihnen der Buckel brennen. Wundert mich nicht. Egal, du weißt jetzt, was Kapelle ist. Also, dann mal los. Holen wir uns das Elixit. Verdammt. Ich sollte mich beeilen. Komm schon, die Kerle werden nicht ewig warten. Sie werden doch nicht wegrennen, oder? Hallo Leute! Ich helfe dir! Oh, okay. Was meint er mit Buckelbrennen? Das ist kein guter Anfang für mich. Also, dann mal los. Holen wir uns das Elixit. Verdammt. Ich sollte mich beeilen. Da mache ich mit. Nee, dann. Nicht daneben. Superkick. Okay, einen haben wir. Komm schon, Mann, du hast doch eine Shotgun. Du solltest dir aber powered sein.
Naja. So stark, wie ich mir gedacht habe, ist diese Waffe doch nicht. Der Heildreck sind auch die Falken. Ups, er ist hier down. Mein Kopf! Dämliche Penner! Wie viel Elixit solltest du denn aus den fahrenden Händlern herausquetschen? Die Kohle ist Nebensache. Der Kerl hat den Duke verarscht und sollte seinen Denkzettel kriegen. Das hat er wohl. Er ist tot. Auch gut. Ein Problem weniger. So langsam verstehe ich, was deine Hauptaufgabe beim Duke ist. Wenn du das sagst? Du bringst mich aber nicht einfach im Schlaf um oder so. Nein, für dich lasse ich mir was ganz Spezielles einfallen. Wenn es denn mal soweit ist. Wenn was soweit ist? Das wird der Duke entscheiden. Du bist ja ein Herzchen. Hey, das ist nichts Persönliches. Natürlich nicht. Was ist der nächste Auftrag, den dir der Duke gegeben hat? Das wirst du erfahren, sobald ich ihn habe. So, und jetzt mach weiter, womit auch immer. Sollte ich den Typ nicht einfach umbringen? Wenn er mir schon droht in die Richtung. Noch immer meine lässige Sonnenbrille auf. Mit Objektsicht. Ah, die wird mir wahrscheinlich gerade nicht viel helfen beim Looten draußen. Der Gartenschwert. Mal schauen. Ach, können wir mal schauen, auf was wir das upgraden können. Was wollte ich jetzt? Die Sonnenbrille runternehmen. Oder ne, lassen wir oben, wir sind hier beim Looten. Okay, wir sind hier. Wir schauen dann gleich ab. So ein Viech hier. Okay. Das hat nicht viel gemacht. Ich habe übrigens die Fliegefähigkeit mit meinem Jetpack jetzt, wo ich schießen und fliegen kann, damit ich noch overpowerter werden kann. Der Shotgun Rain wird sie alle vernichten. War ich hier nicht schon mal? Ach, ich komme mir alles bekannt vor. Eindeutig war ich hier schon mal. Haben wir eine Nebenmission? In der Nähe. Kopfgeld. Nein. Yes. Nein. Das haben wir in der Nähe. P-Tracks wird richten. Ich glaube, es wird besser, wenn ich teleportiere. Oh, gegen nachts. Oder nur einer vielleicht. Nackter Typ. Geht. Oh, mein letzter. Oh nein, das ist nicht gut. Zeit für Shotgun. Mach das Ding doch weg. Die Viecher hier. Schön arm machen. Sehe ich alle Loot, die ich übersehen habe. Hauptsächlich Schrott. Immer wenn ich durch so eine große Ruine komme, frage ich mich, wofür diese Bauten wohl mal waren. Eine Art Ritualplatz? Eine Roboterfabrik?
Wir werden es wohl nie erfahren. Böse Roboterfabrik natürlich. Hier war auch eine Mission drin, aber ich glaube nicht, dass meine Hackfähigkeiten schon gut genug sind dafür. Das heißt, wir werden einfach den Berg entlang laufen. In der nächsten Folge. Yo, peace out.